So, hallo, wir machen weiter bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und während ich hier gewartet habe, ist der Link einfach automatisch aus dem Loch hochgegangen. Und wie wir sehen, ich werde wohl rausgeschmissen. Ja, okay. Also, es ist wieder die alte Geschichte. Ich kann da nicht rein. Oder könnt ihr jetzt mit mir reden? Kein Zutritt für Voi. Kehre auf der Stelle um. Halt! Ah, die kennt mich jetzt. Billa kennt mich. Billa kennt mich. Billa kennt mich sehr gut. Ich hab's doch gehofft, dass ich hier ein bisschen Promi-Status bekommen werde. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Es ist blind, es ist uncut. Lange nicht gesehen, Ritter von Hyrule. Schon in Ordnung. Diese Person hat die Erlaubnis der Königin, die Stadt zu betreten und ihre Einrichtungen zu nutzen. Sagt es allen weiter. Ah, oh, danke. Wenn du dich durch diesen Sandsturm gekämpft hast, ist etwas passiert? Was? Die Prinzessin von Hyrule wird vermisst? Wir haben die Gerüchte wegen Schloss Hyrule gehört, aber das ist weitaus schlimmer als gedacht. Dennoch, Ritter, ich meine Link, ich bin beeindruckt, dass du es durch diesen Sandsturm hierher geschafft hast. Vor einer Weile kam plötzlich dieser Sandsturm auf. Wir wollten ihn näher untersuchen, aber er brachte Schwärme von Gyptos mit sich und wir waren gezwungen, uns in die Stadt zurückzuziehen. Doch sie sind uns gefolgt, daher mussten wir alle in den Untergrund evakuieren. Als Beschützerin dieser Stadt lastet diese Schmach schwer auf mir. Ich würde dir gerne bei der Suche nach der Prinzessin helfen, aber jetzt ist keine gute Zeit dafür. Es tut mir leid. Königin Ryu versucht gerade, die Kraft zu erlangen, mit der sie uns auf dieser Lage befreien kann. Wenn du die Königin suchst, solltest du es in den Ruinen im Norden versuchen. Perfekt. Und die sind jetzt auch eingezeichnet. Sehr schön. Gut. Wunderbar. Wunderbar. Immerhin eine, die kapiert hat, dass ich ja richtig bin. No? Du bist blond. Ohne Waschbrettbauch. Und keine Wei. Eigentlich sollten wir keine Woi durchlassen. Aber du darfst passieren. Ja. Oh. Na los, geh schon rein. Sind alle Voice so folgsam wie du? So langsam, lol. Oh. Folgsam. Was lese ich denn hier? Die Chefin, wo ist sie nur hin, ha? Oh, du bist der Gast der Königin. Ah, sein Voice. Sein Halsumfang. Seine Ohren tippe ich auf. Oh, Entschuldigung. Ich habe zuvor noch nie ein Voice gesehen, also habe ich versucht, deine Maße zu schätzen. Oh. Womit ich das gemacht habe, ich stelle Schmuck her und da ist es wichtig, dass es richtig passt. Oh, es gibt ja so ein Kopfband, was mir auch für Hitze. Oh, das wäre cool. Ich bin Kari, ich habe nur selten die Gelegenheit, etwas für Voi anzufertigen. Ja. Zauber was Schönes. Wenn die Chefin hier wäre. Auf Suche nach Materialien für ihre Schmuckstücke gegangen und bisher nicht zurückgekehrt. In der Gegend rund um die Tormadünen. Ja, gut, da komme ich jetzt erstmal nicht hin. Moldora-Gebiet, ja, nee, alles gut. Muss ich jetzt nicht haben. Ist in Ordnung. Easy, easy, easy. Nee, alles gut. Nee, alles gut. Ja, nee, alles gut. Ah, hier, da gibt's das Band sogar. Hier Hitzeschutz, das meinte ich. Ja, nee, brauchen wir nicht. Erstmal nicht, erstmal nicht. Oh, da ist eine Statue der Göttin. Auch sehr praktisch. Ah, dann müsste doch jetzt zumindest die Mathilda hier irgendwo sein. Ja, ich bin ein Woi. Wirklich? Sagst du auch die Wahrheit? Die Woi-Lektionen haben uns gelehrt, dass Woi dauernd lügen. Ja, danke. Hey, Kalana, dass du ja nicht mit diesem Woi redest. Warum kannst du nicht mehr wie deine Schwester Marco sein? Ich schaue ihm nicht in die Augen, also alles gut. Das bedeutet doch rein gar nichts, ach je. Du da, Woi, bei uns Gerudo gibt es ein Sprichwort über euch, Woi. Junge Wei spricht mit Woi, schon das Glück wird scheu. Das wird uns schon als kleine Wei gelehrt. Du darfst nur zwar hier sein, aber sprich bitte unsere Jüngsten nicht an. Oh mein Gott, ihr seid sowas von verbohrt. Hilfe. Ich kaufe bei dir garantiert nichts. Nee, ich suche Mathilda. Ich will wissen, ob die hier ist. Ah, das ist Marku. Es hilft nichts, von hier verstehe ich kein Wort, was die da reden.
Ich will doch nur bei den Wei-Lektionen dann hören, um was zu lernen. Aber wenn ich in die Klasse gehe und Ashai mich sieht, wird sie mich sofort verjagen. Letztens habe ich so getan, als wäre ich eine der Puppen. Aber sie hat mich gleich entdeckt, weil ich ganz andere Sachen anhabe als die Puppen. Ja, what the hell. Vielleicht kann ich mich irgendwie anders im Klassenzimmer verstecken, sodass sie mich nicht sieht. Okay. Hier ist auch keine Mathilda. Hm? Also um diese Zeit haben die jüngeren Wei Unterricht, wie du siehst. In Gerudo-Stadt gilt, dass junge Wei nicht mit Wei sprechen sollen. Dieses Gesetz war dir vielleicht nicht bekannt. Ach doch, durchaus. Aber ich darf jetzt natürlich trotzdem nicht hereinlassen. Abends bist du sehr herzlich willkommen, aber nur dann. Wenn du dabei erwischt wirst, dass du unsere Regeln brichst, sperre dich die Wache ein. Das will doch niemand. Okay. Ich wollte das nicht. Ich wollte da nicht hochklettern. Schwöre. Okay. Ich wollte da auch gar nicht hochklettern. Was ist hier? Ah, hier sind die Seerobben. Also halt diese, nicht Seesandrobben. Ich habe schon von den Wachen gehört, aber jetzt sehe ich dich mit eigenen Augen. Wir haben tatsächlich einen Woi bei uns. Ganz schön beeindruckend, dass du es durch den Sand schon geschafft hast. Oh, du hast dir dafür eine Sandrobbe geliehen? Nee, habe ich nicht tatsächlich. Was? Du hast dir keine geliehen? Hm. Das kann nicht sein. Es ist unmöglich, in diesem Sandsturm ohne Sandrobbe zu... wilde Sandrobbe zu finden. Aber gelaufen kann ja wohl kaum sein. Das ist ja mal völlig unmöglich. Haha, ihr Woi seid mir schon Witzbolde. Du hast dir im Verleih am Rand der Wüste eine Sandrobbe geliehen, oder? Nee, habe ich nicht. Hätte ich das machen können? Lol. Das ist der Verleih meiner Mutter. Dann auch nochmal Sag von mir. Sandrobben zu verleihen ist unser Familiengeschäft. Es ist zu gefährlich, im Sandsturm nach draußen zu gehen, also ist mein Laden derzeit geschlossen. Aber falls du etwas über Sandrobben wissen willst, kannst du mich gerne fragen. Nee, eigentlich will ich gar nichts über Sandrobben wissen. Aber ich kann die fotografieren. Natürlich kann ich die fotografieren. Und die Waffen, die die haben, kann ich die... Ach, die haben gar keine Waffen. Ja, gut. Solange der Sandsturm tobt, ist es mit dem Sandrobbenverleih... Ah, okay, das ist auch nur Sandrobben. Okay, interessiert mich ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr. Hier ist irgendeine Platte. Kann ich aktuell nichts mit anfangen, scheinbar. Okay. Ob die Königin klarkommt, ich sollte ihr vielleicht auch folgen. Und nein, meine Aufgabe ist, mich um die ehrwürdige Patrizia zu kümmern. Es steht mir nicht zu, eigenmächtig meinen Posten zu verlassen. Obwohl, weit wäre es ja nicht. Nur mal eben hier durch, dann wäre ich bei der Nordruine. Ah, ich kann hier durchlaufen. Danke für die Info. Sehr gute Info. Also wenn ich hier weiterlaufe, komme ich automatisch zu Ryu. Sehr gut. Dann gucken wir noch kurz in die andere Richtung. Ich habe halt die Dings immer noch nicht gefunden. Ah, guck mal hier. Sava. Oh, du musst dieser Woi sein, von dem man so viel hört. Eine Frage, interessieren dich denn hylianische Woi für Archäologie? Ich mag zwar nicht so aussehen, aber ich bin Archäologin. Und ich habe endlich die Inschrift auf diesem Monument entschlüsselt. Hier stehen vielleicht Sachen, soll ich dir davon erzählen? Ja, klar. Erzähl mal alles. Das linke Monument. 7 Kriegerinnen, Schutz der Gerudo. Ihr Geheimnis wird auf 6 Monumenten bewahrt. Das steht da. Und dann das hier, das Monument rechts. 7 Kriegerinnen, Schutz der Gerudo. Ihr 7 Kräfte münden im einzig wahren Heldenmut. So steht es geschrieben. Als hylianische Woi kannst du das nicht wissen. Aber wir Gerudo erzählen uns seit uralten Zeiten von den Kriegerinnen. Sie sollen die Gerudo beschützt und geleitet haben. Allerdings habe ich nicht sehr viele Informationen über sie gefunden. Außerdem ranken sich viele Mysterien um sie. Manche verehren alle 7, andere nur einzelne von ihnen.
Wieder andere denken, es gab nur eine Kriegerin, während die nächsten glauben, es waren in Wirklichkeit acht. Es gibt unter den Gelehrten viele verschiedene Ansichten dazu. Der hier erwähnte einzig wahre Heldenmut stützt meines Erachtens die These von nur einer Kriegerin. Das allein ist schon eine unglaubliche Entdeckung. Aber wenn ich alle sechs Monumente finden könnte, fände ich es bestimmt noch mehr über die Kriegerin heraus. Und diese Kugel, über die ich bei meiner Suche gestolpert bin, muss etwas mit der Sache zu tun haben. Irgendetwas. Okay. Alle im Untergrund. Okay. Ein Bild davon würde mir schon reichen. Okay, ich muss sechs Bilder finden. Also sechs solche Monumente oder irgendwie sowas artig ähnliches zumindest. Okay. Alter, wie viele sind hier denn? What the heck? Warte, kann ich das kaputt machen? Ja. Das ging ja jetzt fix. Okay, also solche Dinger muss ich finden. Aber hier ist auch keine Mathilda, na? Nee. Billa, die Bewohnerinnen der Stadt sind darüber informiert, dass du hier sein darfst. Für manche von ihnen wird es ungewohnt sein, einen Void zu sehen, aber lass dich davon nicht stören. Die Einrichtungen unserer Stadt stehen dir offen. Ah, auch die Schule? Weil da wurde ich gerade rausgeschmissen. Königin Rio hat die Stadt verlassen, um ein Mittel gegen die Gyptos zu finden, aber sie würde bestimmt dasselbe sagen. Wenn du noch Fragen hast, dann stelle sie mir. Okay. Eigentlich habe ich keine weiteren Fragen. Dir gewogen ist, steht unsere Stadt offen, solange du niemandem Unannehmlichkeiten bereitest. Ja, okay, okay. Ich gehe nicht in die Schule, ist ja gut. Ist ja gut, ich gehe nicht in die Schule. Okay, ich dachte jetzt, das ist vielleicht auch so ein Monument, was ich fotografieren kann. Aber ich kann hier gar nichts fotografieren. Aber wozu ist das dann hier? Man weiß es nicht so genau. Was ist das? Ah, das ist eine Kanone. Ja, okay. Die kämpfen da durch die Gegend. Ja, aber wo ist Mathilda? Hä, die haben Mathilda hierher gebracht und die ist einfach nicht da. Machen wir schon langsam ein bisschen Sorgen. Ach, mein Boy. Ah, die ist die ist das die Flaschensuch-Dings? Ja. Ich will dir nichts verkaufen. Ja, ja, ich zauber auch gleich ein leckeres Gericht. Oh, in die Richtung geht's auch noch weiter. Okay, also wir könnten immer noch Mathilda finden. Ein Mann? Hä, hey, Moment, du bist auch... Wer bist du denn? Du musst der Voice sein, von dem alle reden. Ist mal was Neues, einen Mann hier zu sehen. Du hast wirklich eine Sondererlaubnis bekommen, was? Trotzdem solltest du dich von deiner besten Seite zeigen. Denn normalerweise würden sie dich schon einsperren, wenn aus der... oder aus der Stadt werfen, nur weil du ein Kerl bist. Wie der dort drüben, siehst du? Aber solange du nichts anstellst, sollte dir so etwas auch nicht passieren. Wenn du schon hier bist, musst du dir einfach das Hauptpflegeprogramm im Hotel... Ah, Hotel interessiert mich gerade gar nicht. Okay, 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 okay. Ja, diese Hautpflegedinger, irgendwas hat es damit auf sich, aber interessiert mich jetzt gerade noch nicht so richtig. Mich interessiert es eigentlich nur, Mathilda zu finden. Du bist auch nicht Mathilda. Ja, ich bin ein Voy. Ich will aber gar nicht mit dir quatschen. Perl. Ja, okay. Das ist Akletta. Das ist auch nicht Mathilda. Aber ist das was, was ich fotografieren kann? Nein.
Aber warte mal, das ist trotzdem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was ist das hier? Du bist der Woi, den ich bei meiner Erkundung gesehen habe. Sava. Du Woi, bist du wegen der Geheimkarte hier? Da sieht man, wo der Laden ist, in dem meine Mama arbeitet. Meine Mama ist... Mamas Arbeit ist geheim, also muss man auf der Geheimkarte gucken, um sie zu finden. Also, das ist der Obstladen und hier ist der Schmuckladen. Hä? Aber was war der Halbmond da nochmal? Okay. Ah, hier oben sind auch noch mehr Leute. Boah, ist das eine riesige Stadt hier unten, also wirklich. Oh, ich will einfach mal Ölflaschen mitnehmen. Easy. Ich bediene mich dann mal. So. Also hier ist das Gefängnis, ja? Oh. Die Gefängniszelle ist gleich hier. Es ist mir egal, ob du ein besonderer Woi bist, der unsere Stadt nach Belieb betreten darf. Ich kann dich nicht passieren lassen. Wenn du unbedingt herein willst, müsstest du etwas Verbotenes tun, so wie der Woi, der schon in der Zelle ist. Okay, also wie ich reinkommen möchte, wüsste ich, wie ich da reinkomme. Okay. Und was hat der Kollege gemacht? Was hast du getan, Kollege? Ich will mit dir reden. Ich will doch nur mit dem reden. Ja, klappt gut, mit dem zu reden. Aber warte mal, ist das ein Krog? Nee. Okay, ich kann nicht mit dem reden. Na gut, dann lassen wir das halt. Hier geht's auch noch weiter. Was ist denn hier alles los, sage mal? Der Woi sein, ja, ja. Sondervariante meines Spezialcocktails. Okay. Aber hier ist auch keine Mathilda. Die muss doch hier sein. Warte mal, hier ist so eine Kugel. Na, hör mal, sonst noch Wünsche, das ist meine Rückenlehne, siehst du das nicht? Also nicht anfassen, klar. Auch wenn ich gern was Weicheres hätte. Irgendwann liege ich hoffentlich wieder auf einem Sofa oben in der Bar. Irgendwann. Okay, ich kann die nicht mitnehmen. Kann ich die fotografieren? Nee. Okay, also die Kugel kriege ich aktuell noch nicht. Auch interessant. Ha. Ich meine, ich wüsste aktuell noch nicht, warum ich überhaupt ins Gefängnis wollen würde. Aber vielleicht ist da drin ja so eine Steintafel. Ja, aber ich glaube, jetzt habe ich langsam alle durch, oder? Die ist nicht hier, die Mathilda. War ich hier hinten schon? Ah, da ist die Schule. Ne, hier war ich auch. Ich kann dir jetzt ja erstmal das Foto zeigen. Vielleicht reicht dir das eine Foto schon. Ne, noch 4 Monumente. Hier bitte. Was steht da jetzt? Ah ja. 7 Kriegerinnen, Schutz der Grotto, ihre Kräfte sind Geist, können Ausdauer, Wissen, Flugbewegung und Sanftmut. Das ist ein bekannter Teil der Geschichte, nur gab es bisher keine schriftlichen Zeugnisse. Was für eine großartige Entdeckung. Mehr habe ich nicht, aber ich habe anscheinend doch mehr. Hier bitte. Hä?
Ah, okay, ich wollte schon sagen. Noch drei Monumente. Okay, also die müssen schon so aussehen. Okay. Ich glaube, Mathilda ist nicht hier. Aber wie gesagt, da mache ich mir jetzt dann schon langsam Sorgen. Ja, keine Ahnung. Gut, stören wir nochmal die Schule. Oder ist jetzt Abend und ich darf jetzt hier sein? Ja, moin. Oh, du bist der besondere Woi, von dem er die Wache gesprochen hat. Ich bin Ashai. Ich bringe den Gerudo alles über Woi bei. Und du kommst für den Wei klar? Nein, ich habe keine Freundin. Hä, ich darf einer Unterrichtsstunde beiwohnen? Vorhin schmeißt sie mich raus. Was ist denn das mit den Lehrern in diesem Spiel? Ach so, für die Jüngeren darf ich nicht. Ah, ich verstehe. Die dürfen einem Woi noch nicht begegnen, die Jüngeren. Naja, meinetwegen. Okay. Ja, ich glaube, dieser Unterrichtsstunde möchte ich dann doch auch nicht beiwohnen, unbedingt. Das scheint mir jetzt auch nicht zielführend zu sein. Sollen wir? Ach komm, scheiß drauf. Hi. Machen wir Unterricht. Aufgepasst. Heute haben wir eine Übungsstunde mit einem echten Übungsstunde. Redet mit ihm und denkt an das, was ihr gelernt habt. Ach du Schande. Also dann. Oh. Nadi, du schaffst das schon. Gib einfach dein Bestes. Oje, was passiert denn jetzt? Schei. Ich kann einfach nicht. Ich kann einem Woi nicht direkt ins Gesicht schauen. Da seht ihr, was passiert. Ah, ey. Wenn man den Mädchen beibringt, dass das Woi nur Lügen und sonstige schlechte Eigenschaften haben. Oh mein Gott. Keine Sorge, Nali. Sieh doch, sein Gesicht ist verdeckt. Hä, wenn ich jetzt keine Maske auf hätte? So kann ich jetzt mit ihm sprechen. Also, ich bin Nali. Oder hätte ich eine Maske aufsetzen müssen, wenn ich das nicht gemacht hätte? Oh, lol. Ich mache ganz leckere Wildbeeren-Crabs. Und ich träume davon, irgendwann für einen Woi mal sie zu machen. Gut, das reicht. Oh, wow. Das war ja eine krasse... Boah. Puh. Fantastisch, Nali. Viele Woi sind einfach gestrickt und durch Erwähnung der eigenen Kochkünste leicht zu beeindrucken. Okay. Das ist purer Sexismus, was ihr den Wei hier beibringt. Gerade für Süßigkeiten sind viele von ihnen sehr empfänglich. Also war das Wildbeerencrepe die richtige Wahl. Sag, sag. Es war sehr freundlich von dir, dein Gesicht zu verbergen, damit Nali ihre Schüchternheit überwinden konnte. Ja, das war pure Absicht. Wenn du möchtest, kannst du gerne wiederkommen. Das war jetzt der Alter. Ich wüsste gerne, wo Mathilda ist, aber ich werde es wohl nicht erfahren. Aber jetzt habe ich ja nicht mal meine Möglichkeit, ins Gefängnis zu kommen. Und hier ist halt, also ne... Hier sind halt einige solche Dinge, aber das scheint, da scheint nichts fotografierbar zu sein. Aber trotzdem ist der Ort schon so ein bisschen verdächtig. Na gut, komm. Wir gehen jetzt mal Richtung Ryu. Oh, ich sehe da was. Oh, nice. Erstmal Geld holen. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt mal Richtung Ryu. Oh!
Alter, ich versteh's doch. Plopp. Sehr schön. So. Fehlen ja nur noch zwei, ne? Es wäre jetzt halt schon interessant. Aber hier, okay, hier in der Schule scheint nichts zu sein. Es wird schon interessant zu wissen, ob man die anderen auch noch finden kann. Die schlafen jetzt alle. Die kämpfen hier halt durch die Gegend. Aber hier sehe ich jetzt nichts, was... Oh, warte mal. Oh, warte mal, ich kann den Fels wegnehmen. Oh, nee, kann ich nicht. Ah, nee, kann ich... Hey, der Fels sieht aber schon irgendwie weird aus, oder? Hatte ich jetzt gedacht. Nee, aber hier ist nix. Oh, lol. Seht ihr, was passiert? Ja. Genau das. Okay, haben wir da mal wieder einen Blutmond gehabt. Ah, hier die habe ich auch schon foto... Okay, im gleichen Raum wird kaum noch eine sein. Das wäre schon sehr komisch. Also dann ist hier nichts, ist okay. Also ich hätte halt noch als Idee das Gefängnis. Geheimkarte habe ich jetzt aber auch nicht verstanden. Ich meine, das sind ja keine Geheimorte, so. Naja. Diese Kisten kann man komischerweise bewegen. Was hat es mit den... Ah, warte mal. So kann ich mit dem sprechen, okay. Da ist tatsächlich ein Ding, da, guck mal, da ist tatsächlich so ein Teil da hinten. Lol. Du bist doch ein Mann, oder? Wieso darfst du denn hier frei herumlaufen? Jeder weiß, dass laut Gerudo-Gesetz Männer die Stadt nicht betreten dürfen und das setzen sie auch streng durch. Wer bist du, dass du deine Ausnahmegenehmigung bekommen hast? Während ich bloß ganz kurz einmal reingeschaut habe und dafür schon im Gefängnis gelandet bin. Die haben mir nicht mal die Gelegenheit gegeben, meine Gründe zu erklären. Ich wollte doch nur meine Frau Bedi und unsere Tochter Akletta wiedersehen. Tja, weißt du, und ich sage das nur, weil du aussiehst wie jemand, der ein Geheimnis für sich behalten kann. Seit ich hier festsitze, konnte ich tatsächlich schon ein paar Mal meine Tochter sehen. Also bin ich gar nicht mehr so furchtbar unglücklich. Aber meine Frau habe ich bisher leider kein einziges Mal gesehen. Sie hat mir gesagt, dass sie in einer Boutique in Gerudo-Stadt arbeiten wollte, aber mehr weiß ich auch nicht. Ah, okay, will er auch jetzt ein Foto von seiner Frau? Aber ich weiß ja, wo die ist. So, kann ich jetzt hier das Ding fotografieren? Ernsthaft? Also, das kann jeder von hier lesen.
Aber ich nicht. Oh, ist das frech. Na gut. So, aber dann haben wir da Nummer... Ja, die vorletzte Nummer, ne? Krieg ich die Kugel? Und gerade war es so richtig schön bequem. Jetzt muss ich wieder die beste Position suchen. Hm. Wenn ich die ein bisschen ärgere... Ha? Ah. Komme ich dann ins Gefängnis? Nee, schade. Oh, lol. Ich kann hier durch. Ja, das tut mir jetzt leid, aber ich muss hier kurz mal aufräumen. Oder führt es ins Gefängnis? Nein, das führt nicht ins Gefängnis. Aber das führt auch nicht an einen Ort, wo ich gehofft habe, dass ich hinkomme. Weil ich habe natürlich gehofft, dass ich jetzt hier so eine Karte finde. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen reicher geworden. Aber leider nicht schlauer. Oh, jetzt habe ich gedacht, ich habe was gefunden. Das ist doch scheiße. Jetzt habe ich echt gedacht, ich habe was... Ich meine, ich habe ja auch was gefunden, aber nicht... Nicht, was ich finden wollte. Das war nicht, was ich finden wollte. Hm... Ziegenbutter. Oh, die kann ich einfach mitnehmen. Okay, easy. Also gut, aber von der Frau machen wir mal noch ein Foto, auch wenn das ein bisschen weird ist vielleicht, aber hey. Warum es jetzt noch eine dritte Box gibt, ist mir aber auch ein Rätsel. Ha. Das ist der normale Weg nach draußen. Da war aber nichts Komisches. Die eine so Kugel hat sie schon gefunden. Oh? Hey, hey. Ich bin genauso bin gerade dabei, dieses Objekt zu untersuchen. Ja, die andere hat aber... Mann. Macht mich doch nicht fertig. Aber ich verstehe jetzt auch nicht ganz diese Geheimkarte, so. Die tun ja so, als ob es da irgendeinen geheimen Ort gäbe. Aber gibt's doch nicht, oder? Also, weil die meinte ja, die Geheimkarte zeigt den geheimen Ort, wo Mama arbeitet. So, und das wäre, also das wäre geheim. Diese Wandmalerei soll angeblich sowas wie eine Karte sein. Aber ich kann darauf nichts erkennen, was zur Untergrundstadt passen würde.
Ha, wenn ich dieses Rätsel lösen könnte, würde ich das beweisen, dass ich totales Forschertalent habe. Ja, aber jetzt mal Retalk. Das wollte ich nicht. Was soll das zeigen? Das ist doch keine Geheimwege. Ich verstehe das nicht. Die Pilze, ich check schon, wo das alles ist, na? So, die Pilze sind, das ist hier der Raum, na? Die Pilze sind hier, irgendwo hier, ja, da sind die Pilze. Dann ist da gegenüber der Mond. Was auch immer das mit einem Mond jetzt zu tun hat. Oh, lol. Was ist denn hier? Hä? Lass mich da hoch. Nein, lass mich da hoch, Mann. Hä? Was ist denn? Warum könnte. Was ist? Warum darf ich da jetzt nicht hoch? Ah, Moment, ich kann ja anders hoch. Was ist denn da jetzt? Hä, wo ist jetzt das Loch hin? Das ist jetzt zu hoch. Oder kann ich den bewegen? Ach so. Ah, das wäre nochmal ein Alternativeingang gewesen. Ah ja, lol, was ist denn hier los? Überall Alternativeingänge. Ah, deswegen konnte ich auch nicht hochklettern, weil da der Dings. Ach so, ja, okay. Mann, ich finde lauter Sachen und dann ist es nichts Brauchbares. Bist auch nicht die, die ich suche. Komm, wir gehen jetzt erstmal ins Gefängnis. Jetzt sollte es ja wieder tagsüber sein. Ne, jetzt ist weder noch. Es ist gar niemand da. Ja. Okay. Ah, guck mal, jetzt kommen die ersten. Ich will doch nur eingesperrt werden. Auch wenn das irgendwie weird ist. Ah ja, ich will keinen Smalltalk mit dir halten. Okay, dann muss ich ein bisschen warten nochmal. Blöderweise. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, das hat irgendwie entweder hiermit noch irgendwas auf sich. Aber hier kann ich auch nichts machen. Da ist auch nichts im Boden, was ich irgendwie rausziehen kann. Nee. Ich meine, ich kann mal gucken, wo ich rauskomme, wenn ich mich hier hochdingse.
Aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein spannender Ort ist. Nee, das ist halt einfach mittendrin. Das ist halt einfach mittendrin. So, werde ich jetzt verhaftet, wenn ich jetzt nochmal in Dings gehe? Oh. Warum kann ich denn diese ganzen Kisten auch bewegen? Die Plüschtiere, lol. Oder ist die hier dabei? Nee, die ist da auch nicht dabei. So, jetzt hör mal zu. Manche Leute haben einen Draht zueinander und verstehen genau, was der andere sagt. Sie wissen, dass ein klares Nein ein Nein bleiben wird. Komme, was wolle. Und du hast hier gar keinen Draht zu mir. Oh, wow. Gerade hat sie noch voll freundlich mit mir geredet. Wenn ich dir verbiete, tagsüber beim Unterricht zu erscheinen, dann meine ich das genauso, wie ich es sage. Basta. Es ist wirklich ermüdend, wenn jemand nur das mitbekommt, was er mitbekommen will. Wache, dieser Wolf verstößt gegen das Gesetz. Sperrt ihn ein. Ich hab's ja nur für die Forschung getan. Du Alunke bleibst jetzt schön hier drin und denkst darüber nach, was du gemacht hast. Ja, ich hab's ja nur für die Forschung getan. So. Wunderbar. Aber jetzt fehlt halt trotzdem... am Ende ein Dings. Hast du mir noch irgendwas zu erzählen? Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Bedi, ich weiß, ja, ich bin... Ja, genau. Ich war ja bei ihr. Ich war ja bei ihr. Schön, dass Link selber dran denkt, aber jetzt ist es mir auch wieder eingefallen. Das war die. Ja, natürlich. Aber das ist doch jetzt auf der Karte von dem Mädchen überhaupt nicht drauf verzeichnet. Hä, das ergibt dann noch weniger Sinn jetzt. Ja, egal. Ist das dann einfach nur der Hinweis, wie man diesen Geheimclub findet? Oder? Ja, keine Ahnung. Oh. Die Kommandantin sagt, dass du gehen darfst. Ich wäre jetzt halt auch so durch die Decke gegangen, aber gut, ist in Ordnung. So, ja, das, gut, jetzt fehlt halt noch ein so Bild. Das ärgert mich. Oh mein Gott, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Sieben Kriegerinnen, ja, Schütze Gute, ihre Kraft ist in den sieben Geistern verborgen. Haben Sie diesen Kugel manifestiert? Das wäre ein gewaltiger Durchbruch. Ich bin wirklich neugierig, was auf den einzelnen Monumenten steht. Hast du noch mehr, was du mir zeigen kannst? Ja, hier. Sie kriegen den Schutz der Gerudo. Wenn ihre Kräfte zu ihnen zurückkehren, wird ihr wahrer Heldenmut sich zeigen. Wenn die Kräfte sie kriegen zurückkehren, dann zeigt sich der wahre Heldenmut. Warum? Das bedeutet dann wohl eine achte Kriegerin. Und sie wird sich zeigen. Was für eine Entdeckung. Wirklich neugierig, was auf den einzelnen Momenten steht. Hast du noch mehr? Ja, ich glaube aktuell nicht, ne? Oh. Ja. Oh. Noch ein Monument. Aber ich... ich weiß halt nicht, ob es ein Monument ist tatsächlich. Ob es am Ende tatsächlich ein Monument ist. Oder ob ich diese Kugel auch irgendwie holen kann. Weil, hier ist ja so ein Plüschtier, ne? Vielleicht kann man dieses Plüschtier der guten Frau da hinten als Ersatz geben.
dass sie sich da anlehnen kann. Und dann kriege ich dafür die Kugel. Hä? Hör doch mal, wegen des Void, der im Gefängnis eingesperrt ist. Den kennst du doch, oder? Oh. Der versucht hat, sich klammheimlich im Sandsturm hier einzuschleichen, ja? Wieso, was ist denn mit dem? Neulich wollte ich was aus dem Regal dort holen und so komisch es auch klingt. Als ich dort stand, da hörte ich eine Stimme, die etwas sagte. Akletta, sagte sie. Hä? Akletta, das kommt mir aber bekannt vor. Ist das nicht der Name von Bedis Way? Oh. Die Zelle liegt gleich hinter der Mauer, also der Mauer mit dem Regal, meine ich. Ob es am Ende nicht vielleicht Bedis Voy ist, der dort eingesperrt ist? Oh. Ich weiß noch, wie Bedi damals mit ihrer kleinen Akletta in die Stadt kam. Hatten die Wachen nicht genau zur selben Zeit gesehen, wie ein Voy um die Stadt herumschlich? Mhm. Dann ist die Sache doch klar. Moment mal, alle haben die ganze Zeit den Augenkontakt mit diesem Voy vermieden. Einschließlich mir selbst. Ja, ich will dir eigentlich... Hallo. Mhm. Oh. Ja, das wissen wir doch, aber ich verstehe nicht, was ich jetzt soll. Ich wollte dir das Mann. Ha? Oh. Ja, ich hab doch was Weiches dabei. Hier, guck mal, ich hab doch ein schönes Kissen für dich. Okay, sie will das Kissen nicht. Ja, das interessiert die leider nicht, das Kissen. Es war eine Idee. Als hier der Hinweis war einfach, dass man den hört, ne? Also es scheint aber mich jetzt nicht wirklich weiterzubringen, diese Geschichte, die ich da... Ich glaube, ich verschwende gerade wieder komplett meine Zeit für nix. Das finde ich gerade ein bisschen ärgerlich. Und das letzte Monument scheine ich jetzt auch nicht zu finden. Na gut. Lassen wir es mal in Ruhe. Gehen wir erstmal weiter. Gehen wir erstmal weiter Richtung Riju. Wir haben jetzt, glaube ich, lang genug uns hier in dem Park, in dem Gebiet aufgehalten. Ja, das ist dann nämlich eine Höhle. Tal der stummen Statuen, okay. Ich wollte mir nur die Beine vertreten, da habe ich mich an diesen seltsamen Ort verirrt. Warum muss hier auch alles gleich aussehen? Da kann doch niemand mehr links und von rechts unterscheiden. Angeblich wurde das alles hier vor ewigen Zeiten gebaut. Ich würde wetten, die Erbauer selbst haben sich hier schon dauernd verlaufen. Was soll das denn? Ist es dein Hobby, andere bei ihren Selbstgesprächen zu belauschen? Ach, du bist dieser Voy, oder? Als junge Vai hätte ich mich sicher vor dir erschreckt, aber in meinem Alter habe ich mich an Voy statt gesehen. Du bist sicher enttäuscht, dass ich so gelassen reagiere, ha? Huh? Tja, jedenfalls musst du mich jetzt entschuldigen. Ich habe Durst, da gehe ich vielleicht mal Richtung Bar. Oh, alles klar, mach das. Interessiert mich herzlich wenig, was du tust. Bruder! Wie ich diese Momente hasse. Oh mein Gott. Das Spiel macht das so oft. Okay. Schade. Das war's dann auch mit dem Kollegen wieder. Donnerblumen an der Wand habe ich mittlerweile ein bisschen Angst vor. Oh no. Oh Gott, die Spiegelgeschichten gehen hier auch wieder los.
Ja, die Spiegelgeschichten gehen hier wieder los. Ich sehe schon. Ja, hier auch. Okay, die muss sich alle mit dem Spiegel treffen dann. Oder so. Aber aktuell ist ja noch gar kein Licht. Ah ja, hier kommt das Licht her. Okay, alles klar. Grone. Bruder, ich falle hier gleich überall runter. Mein Gott. Da ist mein Gorone. Nee, wo ist denn jetzt mein Gorone hin wieder? Ja, das war jetzt klar. Das war jetzt keine Überraschung. Also da in der Mitte kann ich was aufmachen. Das habe ich schon kapiert. Aber vielleicht hat es noch gar nichts mit der eigentlichen Quest zu tun. Vielleicht ist es erstmal egal. Weil ich würde ja gerne eigentlich jetzt Riju finden. Und das hier rumalbern. Okay, das sind Gyptos. Ihr interessiert mich alle herzlich wenig. Aua. So, hier sind die Ruinen. Ja, und da ist dann auch Ryu. Sehr gut, dann haben wir sie schon mal gefunden. Dann starten wir doch noch das Gespräch mit ihr. Hey! So sieht man sich endlich mal wieder. Daneben. So schaffe ich es nie, mein ganzes Volk zu beschützen. Ah. Link? Jo. Sieh mal an. Welch unerwartete Begegnung. Einmal mehr kommst du genau im rechten Augenblick. So sieht's aus. Gib mir deine Fähigkeit. Hä? Schloss Hyrule ist in den Himmel aufgeflogen und Zelda ist verschwunden? Und jetzt suchst du nach ihr? Oh. Link, ich fühle mit dir. Auch für mich ist Zelda eine teure Freundin und wir müssen sie finden. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dir dabei zu helfen. Und deswegen muss ich zusehen, dass ich der Bedrohung, der wir Gerudo gegenüberstehen, bald ein Ende mache. Es war sicher nicht einfach, den ganzen Weg hierher zu kommen, oder? Dieser Sandsturm zog zur selben Zeit auf und als auch das seltsame Geschehen um Schloss Hyrule seinen Anfang nahm. Kaum, dass wir uns versahen, erstreckte sich der Sturm über die ganze Wüste mitsamt unserer Stadt. Und er brachte Schwärme unbekannter Monster mit sich. Wir nennen sie Gyptos. Sie sind langsam, aber fast immun gegen Angriffe. Sie haben uns die Untersuchung des Sandsturms nicht leicht gemacht. Hast du mir gerade zugesehen? Mhm. Ich versuche gerade diese Übungspuppen mit einem Blitzschlag zu treffen.
Denn vielleicht wären Blitze ja eine effektive Attacke gegen Gyptos. Aber ich habe diese Technik erst vor kurzem erlernt. Ich kann sie noch nicht so einsetzen, wie ich es gerne hätte. Ich will diese Kraft schnellstmöglich zu beherrschen lernen und die Bedrohung durch die Gyptos ausschalten. Außerdem will ich herausfinden, wo dieser Sandsturm herkommt und dir bei deiner Suche nach Zelda helfen. Hilfst du mir dabei zu lernen, wie ich meine Kraft richtig einsetze? Schieße für mich einen Pfeil auf die Übungspuppe dort. Ich versuche dann, sie mit einem Blitzschlag zu treffen. Ach so, jetzt. Oh. Ha, lief er spitze. Dann weiter zum nächsten Schritt. Ziel auf die Puppen dort. Wir sollten versuchen, sie alle auf einmal auszuschalten. Das geht nicht, wenn man direkt auf eine Puppe zielt. Ziele stattdessen in die Mitte zwischen den Puppen. Ja, das ist schon klar auf den Felsen. Je weiter das Ziel meines Blitzes entfernt ist, desto länger muss ich Energie aufladen. Vergiss das nicht, klar? Auf geht's! Das heißt, ich kann mit ihr so Fernattacken dann machen, oder was? Da, wo ich hinschieße, da, wo ich meinen Pfeil hinschieße, schießt sie dann Blitze hin. Okay. Ja, warum nicht, ne? So langsam habe ich's raus. Die Gyptos können sich auf was gefasst machen. Link, vielen Dank für deine Hilfe. Und es geht los. Hä? Was war das? Das war doch nicht der Sandsturm. Du hast es auch gehört, oder? Eine Nachricht, Herrin. Eine Horde Gyptos greift den Wüstenbasar an. Billa hat sich schon dorthin auf den Weg gemacht. Wie? Gut verstanden, ich danke dir. Link, wir sollten uns auch schleunigst zum Wüstenwasser aufmachen. Ohne deine Hilfe beim Ziehen kann ich meine Blitze noch nicht richtig einsetzen. Ich bitte dich erneut um Unterstützung. Der Wüstenwasser liegt in einer Oase nordöstlich von Gerudo-Stadt, das weißt du noch, oder? Demonstrieren wir diesen Gyptos mal, wozu wir in der Lage sind. Alles klar. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Es zeichnet sich so ein wenig ab, was die Fähigkeit von Ryu sein wird. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.